Corona hier oder her, Deltenmöbel ist 50 Jahre alt worden und wir sitzen dort völlig relaxed im Kaffee vom Deltenmöbel. Ein kleines bisschen umfunktioniert hat man es natürlich eben Corona-konform, sind in jetzt Polstergruppe und vorne natürlich jetzt eine Bar, wie es Corona-konform eben möglich ist und wir sitzen hier mit einem Vierertisch. Aber trotzdem, trotz Corona, gell, ihr habt 6 Wochen zugehört, trotz Corona läuft es gleich gut, oder wie sehen Sie? Ja, nein, ist wirklich eigentlich schön, die Leute geben wieder Geld aus für Möbel und nein, wir sind zufrieden, sind gut unterwegs, ja. Apropos unterwegs, gell? Also wir haben es jetzt Samstagmorgen hier, wir sagen das Datum nicht genau, sonst könnte man nachverfolgen, wenn die Regula an der Stauprobe war, sie geht immer am Morgen an die Stauprobe, sie ist hoch sportlich, also 10 Minuten unterwegs sind wir im Geschäft, aber sportlich nicht, oder? Ja, auch, aber natürlich nicht gerade... In dem Tempo wie sie, ja. Doch, auch zusammen unterwegs dort. Aber man sieht, gell, ihr seid wirklich einfach ein Team, ihr seid wirklich zusammen unterwegs, oder? Die 50 Jahre, die können nicht umsonst. Das steckt doch auch eine Familiengeschichte dahinter, da steckt eine Beständigkeit, ein Zusammenhalten dahinter, oder, Regola? Ja, also ich rede noch nicht ganz so lange mit, oder? Nein, definitiv nicht so lange. 50 Jahre ist das Geschäft alt und wir sind ja schon länger jetzt hier zusammen unterwegs. Und mein Mann auch länger als Geschäftsleitung. Ja, vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen. Ja, vor wirklich 50 Jahren war es im Juni, hat mein Vater hier in Haag angefangen. Dazumal noch mit 900 Quadratmetern. Zum Geschäft hinterher ist eine Kiesstrasse gegangen. Die Autobahn war auch noch nicht da gewesen. Und angefangen haben sie mit 3 Mitarbeitern. Und dann haben sie noch einen Lieferwagen gehabt, auch noch mit so einer Blache draussen dran. Und auch noch einen VE Käfer in Blau. Ich hatte eine Orange. Also quasi von einer Garagefirma eben zum grössten Möbelgeschäft, muss man sagen, in der Schweiz, oder? Eben, kommen Sie als Kunde, gehen Sie als Freund, aber das lebt er auch wirklich. Also das erlebe ich auch, wenn man da herkommt. Man wird wirklich freundlich empfangen. Das ist auch ganz wichtig, dass Sie die Kunden betreuen, oder? Ja, das machen wir. Also wir kennen viele Kunden oder auch unser Empfangsteam, wo auch jetzt, ich glaube, jetzt sind es 20 Jahre die gleichen Leute dort sind, die kennen ganz viele Kunden und wir probieren, die Kunden auch so zu empfangen, zu zeigen, dass wir ein Familienunternehmen sind und auch mit den Kunden so umgehen, dass eben aus Kunden Freunde werden. Jetzt haben wir ein Jubiläum. Was gibt es denn da Spezielles gesehen oder vielleicht auch, was gibt es für spezielle Ermäßigungen bei diesem Jubiläum? Ja, also wir haben im ganzen Haus wirklich Jubiläumsangebot und für das Jubiläum, das ist ja wirklich jetzt 50 Jahre, da haben wir jetzt wirklich auf alle unsere Preise, ob es ein Prospektpreis oder irgend so ein Preis, gibt es nochmal zusätzlich die 10% Jubiläumsrabatt. Und ja, das ist jetzt wirklich einmal eine einmalige Sache, die wenn wir jetzt bis am 20. Juni gibt es da für unsere Kunden. Also im Sinne auch von etwas zurückgeben, oder? Für eine Kundschaft, die auch immer treu war. Genau, ja. Nein, das ist schon. Also, hast du noch. Ja, wir haben auch sehr, sehr viele Kunden, die schon bei uns waren, haben wir angeschrieben. Die haben uns direkt Mailing gekriegt und mit einem Dankeschön, dass sie uns quasi geholfen haben mit diesen 50 Jahren, dass wir das ja ohne Kunden niemals geschafft hätten. Ja, liebe Leute, wir müssen nicht herkommen, zeigen jetzt im Hintergrund ein paar Bilder. Und neben mir zu sitzt der Sohn von der Familie, es sind 4 Kinder, aber 3 Töchter haben wir. Die sind vor einer Gruppe gerade hier gestanden. Sie sehen alle ein bisschen ähnlich aus hinter der Maske. Also die Verkäufer haben mir gesagt, das laufe gut, aber apropos Maske, das ist immer noch ein bisschen ein Problem. Also meinst du, wäre schon schön, ohne Maske wieder mal können unterwegs sein im Verkauf, oder? Auf jeden Fall. Also, man hat die Maske langsam gesehen und wir würden uns alle freuen, wenn es wieder Normalität eintritt. Und ja, eben zum Glück immer schon schön Besuch, aber ohne Maske wäre es natürlich noch schöner und wir könnten die Leute dann auch wieder bewirten, wie man es gewöhnt ist. Wir haben ja auch ein Event vorgesehen für unsere Kunden, aber der ist im Moment auch noch verschoben worden. Aber wir hoffen, wir können es nachholen. Was sind jetzt so, weißt, die grössten Events, die ihr jetzt zeigt noch, oder was könnt ihr überhaupt noch machen bei dem Jubiläum? Also jetzt müssen wir uns wirklich auf kleine Sachen beschränken. Also jetzt konzentrieren wir uns auf den Verkauf und meine kleine Sachen, so Giveaways, Ballon und Kegifrette, die wir den Kunden abgeben, Güppli, die wir ausschenken, Sandwich. So Sachen machen wir, ist noch Thema, dass wir einen Zauber engagieren, der aber nicht wirklich ein Event ist, ein Auftritt, sondern wo einfach so rumläuft und so Sachen macht. Ballonfiguren, Künstler, so Themen für den Sonntag, am 20. Juni. Aber eben wirklich eine Eventveranstaltung, eine Veransammlung von Leuten machen wir jetzt nicht aktuell.
Und natürlich auch die Top-Beratung. Also ich habe letztens wieder eine gefragt, Kasten oder ein bisschen spezielle Verhältnisse in einem alten Haus, kann noch 1,80 groß sein, kann noch 1,50 breit sein und so weiter. Hat er so gesagt, Hülster, das ist das Angebot, nicht sofort angefangen zu rechnen. Eben, das zeichnet natürlich auch aus, die ganze Individualität, oder natürlich? Ja, das ist schon so. Also, sagen Sie, wir haben nicht die Stärke irgendwas online, wir haben wirklich die Stärke, dass wir die Leute hier reinholen und die Leute, die eine persönliche Beratung möchten oder auch brauchen, das ist sicher unsere Stärke und die können wir auch erfüllen. Während dem Gespräch haben wir im Hintergrund jetzt Bilder gesehen. Regula, kannst du dich erinnern, wo du das erste Mal vor diesen vier Kindern hier in das Delta-Möbelhaus reingekommen bist? Wie ist dir das gegangen? Also, der erste Kontakt hier? Das war im 1996. Ich kann mich noch gut erinnern. Da habe ich es irgendwie gewagt. Ja, mein Mann hat mir natürlich freche Visiten gehabt. Also heutiger Mann, damals ja nicht einmal Freund, mit mir eine Visitenkarte gesagt, ich soll ihn einmal besuchen. Wir haben einen Ausflug auf Haag gemacht und habe es dann gewagt, hier reinzulaufen. Und dann so, ich weiß noch, der alte Eingang war. Rechts sind so Damen gesessen vom Empfang. Ich habe mich gerade so ein bisschen, ja, nicht ganz so wohl gefühlt. Dann denke ich mir, sieht man an, dass ich nicht wegen der Möbel da bin. Und dann habe ich so auf links geschaut und dann ist gerade der Willi, dann ist er gerade der Lift runtergekommen. Und dann hat mir ausführlich das ganze Möbelhaus gezeigt. Und ist natürlich wirklich, gell? Also er wäre im Grunde auch ein super Verkäufer, gell? So wie er auf die Leute zugeht und so weiter, wäre er natürlich schon, gell? Er ist wirklich einer, der einfach wirklich den Kontakt zu den Leuten, obwohl er jetzt so die Geschäftsleitung hat und jetzt das grösste Möbelgeschäft so leitet, einer, der wirklich auf die Leute zugeht, oder? Ja, das stimmt definitiv und auch, ja, es ist dann halt auch authentisch, also man steht dahinter und das merkt man einfach und man ist dann so mit Emotionen dabei und dann kann man eigentlich, ja, dann verkauft man auch ehrlich. Da wäre er schon ein Verkäufer, ja. Jetzt kann man sagen, Delta Möbel ist eine Erfolgsstory, so wie es jetzt rausgekommen ist, aber hat es auch jemand mal auch zu arbeiten gemacht, das ist die ganze Expansion, haben wir auch schlaflose Nächte gehabt, man muss expandieren, aber haben wir auch manchmal gedacht, wow, kommt das gut? Ja, Expansion kannst du vielleicht auch noch mehr erzählen. Was sicher ist der 15. Januar 2015, das Ganze mit der Euro-Krise, dort, das war sicher sehr einschneidend für uns. Und ja, wir haben auch harte Jahre hinter uns und wir sind stolz, gibt es uns jetzt noch. Ja. Das ist also der Euro dort im Januar 2015 und sicher auch das nahe Ausland ist für uns eine Herausforderung und das ganze Thema Internet, wo wir ja, froh sind, gibt es uns noch und ja, auch erfolgreich. Ja. Willi, schlaflose Nächte sicher nicht mal an, gell? Man sieht immer nur den Erfolg, wenn man herkommt, dann sieht man, wow, das Möbelgeschäft, das muss dann ja super gehen. Aber das ist ja manchmal dann völlig anders, oder? Wie sich dann wirklich abspielt intern. Ja, wir diskutieren auch eben. Teilweise hat man da wirklich Sachen, wo man dann daheim halt auch mal diskutiert. Und es geht nicht immer aufwärts, es gibt auch mal eine Delle. Aber wir sind froh, finden wir zusammen immer wieder eine gute Lösung. Und auch natürlich durch unsere treuen Kunden. Das ist uns, ja, ohne die wäre es nicht möglich, als wir jetzt noch da wären. Wir sind natürlich froh und stolz in der Region, dass wir Unternehmer haben, hier in der Ostschweiz, oder, wo das immer so durchgezogen hat. Wie sieht es denn aus weiteren Teilen? Weißt du, von der Schweiz aus können die Leute auch hierher? Weil es ist wirklich ein Möbelhaus, das wirklich also einfach allen Ansprüchen gerecht werden kann. Ja, nein, wir müssen schon sagen, wir sind schon stark hier in der Ostschweiz, also ich sage zwischen Bodensee und Bündnerland, natürlich auch mit Liechtenstein hier bei uns. Und dann gibt es halt durch Bekanntheit, oder wenn man mal jemanden kennt, gibt es schon auch von weiter her mal einen Kunden, aber generell schon Grossraum Ostschweiz. Aber wir sind wirklich halt das grösste Möbelgeschäft hier umeinander und da sind wir auch stolz mit diesen 17.500 Quadratmetern. Da können wir alles, was zum Wohnen gehört, eigentlich bei uns zeigen. Eure grösste Wunsch noch für die Zukunft? Ja gut, dass wir auf dem Platz weiterhin erfolgreich sind und dass wir die Leute gut bedienen können, dass die Leute zu uns kommen. Und ich sage, die Stärke ist halt nach wie vor unsere. Man kann es testen, alles, ich sage, im ganzen Haus und die gute Beratung. Und da wollen wir einfach den Leuten wirklich einen Nutzen bieten, als die auch zu uns weiterhin kommen. Regula, Personalchefin? Ja, das, ja, wie will man es zusammenfassen? Also 75 Jahre Delta-Möbel, das wäre das Ziel. Das nächste Ziel. Ja, nein, geht noch einen Moment. Aber ja, das, ich denke, wir müssen unserer Linie treu bleiben. Und so das Thema, gerade jetzt auch mit Corona, dass die Leute wieder mehr Wert legen aufs Wohnen, aufs Zuhause, das ist sicher ein Vorteil von uns, das spüren wir auch.
Und auf dem bauen wir aufbauen. Und sagen, unsere Stärke ist Beratung, unsere Stärke ist das Haus, können die Sachen anlangen, fühlen, drauflegen, was auch immer. Und auf dem möchten wir aufbauen. Und da können wir auch ums Online herum. Wir müssen uns auch online zeigen, dass wir letztendlich dort reinkommen. Und das ist unsere Stärke. Gute Beratung, schönes Haus. Zielstrebigkeit natürlich auch. Ja. Immer dranbleiben. LGT-Marathon laufst. Und jetzt noch die letzte Frage, gell? Also der Peter Berger. Ironman kann momentan nicht trainieren. Wer ist eigentlich besser, du oder er? Definitiv der Peter. Oh. Aber er hat das schon länger Zeit zum Üben. Er ist ein bisschen älter. Also nein, ist nein, er ist besser, definitiv. Oder ist er Möbelverkäufer, macht ein paar Meter mehr als du im Büro? Ja, das kann auch sein. Er ist natürlich aktiver den ganzen Tag. Ja. Wahrscheinlich liegt es an dem. Darum muss ich am Morgen unterwegs gehen. Okay, also. Wir arbeiten doch 75 Jahre hier, oder? Ja, würde ich sagen. Gutes Ziel. Was jetzt gerade auch noch aktuell wäre für unsere Kunden, wir haben noch einen grösseren Wettbewerb, der läuft. Und da kann man 3 Autos gewinnen, Elektromobil. Und zusätzlich auch noch Einkaufsgutsche im Wert von 30'000 Franken. Da haben wir die erste Verlosung, die wäre jetzt noch am 20. Juni. Und dann haben wir im Herbst noch mal eine. Aber dann gibt es sofort schon Preise. Machen wir ein Event bei dieser Verlosung? Können die Leute hierher? Zum Event nicht, aber wir werden nachher auch Gewinner einladen. Aber natürlich am 20. Das ist ja der 20. Juni, haben wir nochmal einen offenen Sonntag. Und mal schauen, was man bis dann alles machen kann. Dann bleiben wir da. Dann sind wir wieder da. Dann werden wir schauen. Ja. Danke vielmals. Da haben wir super gute Angebote.